Willkommen zu einem neuen Heyday-Video und ja, heute werden wir mal gucken, wie wir XPs, also wie viele XPs wir genau nur durch das Farmmanagen bekommen. Das heißt, einmal alle Sachen einsammeln, alles wieder vollhauen und die Stadt machen, Angelbereich. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Und das hier könnt ihr dreimal am Tag machen. Morgens, mittags, abends. Außer ihr schlaft so lange wie ich gerade bis 1 Uhr. Dann wird das nichts. So, machen wir noch den Ton ein bisschen leiser. Und ich gucke halt immer, dass ich von jeder Sache so 20 Stück habe. Das ist super. So, da haben wir 20, 19 haben wir auch nachher 20. Machen wir hier noch davon 2 und Decken. Ist auch gut. So, hier Traubensaft und Orangensaft. Weil davon habe ich fast keinen mehr. Hier bin ich im Moment nur Honig am machen. Und hier nur Brot. Brot ist immer gut. Einfach jede 4 Minuten bekommt ihr ein paar XPs. Man kann es einfach mal schnell verkaufen. Genau wie die Nudeln. Einfach produzieren und ja, verkaufen. Und natürlich hier die, alle sind sehr gut zum Verkaufen. Das gibt sehr viele XPs. Und ein Tipp an euch, macht Geleebohnen, wenn ihr das habt, weil, wie man sieht, der möchte Geleebohnen, hier der möchte auch und der auch. Ja, und das hier schicken wir weg. Was willst du, Typ? Nee, ich habe noch immer keine Bananen. Es sind ungefähr schon 6 Leute gekommen, die Bananen wollten, aber ich habe sie ja noch nicht. Die brauchen nur noch 2 Stunden. Gut. Das ist sehr gut. So, machen wir hier eine Fischsuppe. Na, von den anderen habe ich viel. Da habe ich auch über 26. Hier. Über 20 haben wir dann auch. Also hier fehlt mir immer Pfirsicheis und Orangeneis. Habe ich Milch? Nö. Gut, dann machen wir Orangen- und Pfirsicheis hintereinander. So. Okay, dafür brauche ich auch Milch und Bananen. Was machen wir hier? Ich mache ein paar Mokkas. Weil das Ding, ich habe immer genug Sahne und auch natürlich genug Zucker. Deswegen kann ich auch, ja, eigentlich immer Kaffee machen. So viel wie es geht. So, ich brauche wieder Eier. Perfekt. Weil ich habe eh eine Tierfütteraufgabe, kann ich das eh gleich machen. Ja, ein paar Zitronenkuchen. Und ein Auflauf. So, hier machen wir auf der zweiten Seite Zitronentorte. Und ja, so ein Feta-Kartoffelbrot. Mache ich eigentlich nie, aber naja, man kann es ja mal machen. Ich habe kein Mais mehr, okay. So, Tofu Dogs mache ich nicht. Ich kaufe mir nachher 10 Stück, weil ich habe keine Tomaten mehr. Ich passe manchmal nicht auf und dann, zack, sind die Tomaten weg. Habe ich jetzt gemacht? Ja. Wollte ich doch gar nicht. Naja, egal. Hier mache ich immer Nudelsalat. Den kann man sehr gut verkaufen.
Also das ist echt gut. So, hier machen wir ja 2 Eis-Sandwiches. Dreimal irgendeinen Hut. Boah, ich habe auch 19 Käse. Oha. Ne, da mache ich nichts. Ja, und da habe ich auch alles. So, dann gehen wir weiter zu den Tieren. Und noch zum Teestand. So. Perfekt. Die Bäume wurden auch belebt. Was ist hier mit den Tieren? Okay. Und die Hunde bekommen einen Speck. Können sie sich ja teilen zu 6. Gehen wir ab in die Stadt und ja, 12 Besucher können nur rein, das ist okay. Mein Vater hat mir geklaut, Hyrule hat auch Leute geklaut. Das ist echt hier, das geht ja mal gar nicht. Und wir sind bald Level 22 in der Stadt. Dann kann ich endlich ein Gebäude wieder erweitern. Ich spamme hier einfach immer drauf. Geht am schnellsten. So, weil als nächstes wird hier der, wird hier die Pension erweitert. Dafür habe ich nämlich alles. Geht das auch noch? XPs plus? Ah ja. Da mache ich da mehr XPs. Oh. Habe ich den Typen vergessen? Ups. Gut. Und jetzt machen wir einfach ganz schnell alle wieder rein. Nicht wundern. Ich spamme einfach nur drauf. Damit die Leute so schnell wie möglich einfach irgendwo reingehen. Ist mir ganz egal, ob das jetzt länger dauert oder nicht. Also bei mir ist eigentlich immer alles voll. So, und das war gerade mein Kater, der raus wollte. Ja, muss ich den gerade rauslassen. Tut mir leid. So, geht sofort weiter. 2 Zucker gebe ich. Ja, 2 Marmeladen auch. Das bekommt er gerne, das sofort, das habe ich eh nie, weil sowas produziere ich halt nicht. Ja, alles, wovon ich viel habe, bekommen die Typen hier sofort. Na, eine Decke. Ja, ich mache ja gerade eine neue. Also bitteschön. Also, Meeresfrüchte, Salat habe ich auch nie. Weil Mayo, weil dafür brauchen wir Mayo und Hummer, ja. Ne, das bekommt die nicht. Das kann ich nicht machen. Oh. Hab fast alle hier entlassen. Noch ein Typ ist da. Gut. Nö. Und es lädt wieder so lang. So, gehen wir noch gerade zum Angelbereich. Da mache ich im Moment nur Enten. Zack. Weil, wie man hier sieht, alle Enten voll. Und ich glaube, mein Hummerpool ist auf 2 oder auf 1. Ich weiß es nicht. Also, da mache ich auch nichts weiter. Ich werde nie Hummer machen.
die Produkte. Wenn, dann hole ich mir einmal Tom und ja, hole mir dann einfach mal alle Hummerprodukte. Es geht eh viel schneller, als die zu produzieren. Na, das muss immer so lang laden. Das gibt's doch nicht. So, Lieferwagen ist auch da. Die zwei Hüte können auch weg. Ne. Was will die Frau? Nein. Ich gebe der noch immer keinen Reis. So. Gucken wir nochmal in der Zeitung. Und stellen hier noch das Chili-Popcorn rein. Was können wir denn noch verkaufen? Ja. Teereimer verkaufe ich nicht. Ups. Zucker sowieso nicht. Wie viele Bolzen habe ich? Nee. Erst wenn ich mehr als 200 Bolzen habe, verkaufe ich hier auf dem Account. Wenn ich dann noch keinen Platz mehr habe. Boah, 27 Butter habe ich. Grilltomaten kann man auch immer verkaufen, die braucht man nicht. Was man auch nicht braucht, sind zum Beispiel hier die Säfte. Die findet man auch immer schnell und gut in der Zeitung. Und ich verkaufe noch 7 Baumwollstoff. Genau. Wie Sanjo sagt, Teppiche, aber nein. Sind Baumwollstoffe. Keine Teppiche. Es sieht fast so aus, aber naja. Was ist denn bei Sanyo dann ein Schal? Ein roter Teppich. Gut, Tomaten haben wir bekommen. Das ist lieb. Ihr könnt auch immer noch ein paar Bäume machen. Das gibt auch viel XPs. Also wenn ihr Äxte und Sägen über habt, ich habe jetzt noch 9 Äxte über, dann heißt es, paar Brombeeren und ein paar, naja, Brombeeren geht schlecht, gut. Himbeeren müsste gehen. Ich hoffe, die fallen ab. Ja, perfekt. Und dann noch, ja genau, hier, Kaffeebohnen. Ich hoffe, die kann man abfällen. Ja, sehr gut. Habe ich hier einen Fehler gemacht? Nee. Warte mal. Hä? Hä, das sieht so komisch aus. Und hier einer noch rein. Hä? Warte mal. Ah, okay. Ja gut, jetzt sieht es besser aus. Jetzt habe ich aber einen über. Hä? Okay, wartet. Oder es fehlt noch eine Reihe. Anscheinend. Na dann mache ich noch eine Reihe hin. Und mache noch hier den weg. Ach nee. Die sind zum Helfen. Schade. Und der hier? Auch gut. Jetzt habe ich davon auch wieder genug. Mein Papa braucht Hilfe. Wo denn? Wo braucht er Hilfe? Wow. Hat er viele Bäume. Ah, da. Und er hat mehr Tiere als ich. Ah, da muss ich was machen. Da muss ich was machen. Kann nicht sein, dass er mehr Tiere als ich habe. Wie viele Gutscheine haben wir denn? Ja, ein paar, ne? Gut. Ich würde sagen... Oh. Ah, als ob ich die 6 Kleber und bekomme, aber nicht die 10. Obwohl ich Erster war. Tja. Aber gut, 6 Klebeband. Ich glaube, ich brauche sogar keins, oder? Ah, doch, bisschen. Oha. Ich habe wieder 9...
Ah ja, genau. Ich habe gestern Togi da guckt bestimmt auf mein Video. Dankeschön an dich, weil ich gestern bei dir, keine Ahnung, 10 Schrauben, 5 Nägel und noch Klebern, glaube ich, gekauft habe. Also war sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.